Ja, hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Im letzten Part sind wir in der heulenden Hütte gewesen und haben herausgefunden, im Schnelldurchlauf, dass Professor Lupin ein Werwolf ist, dass Pettigrew nicht derjenige war, beziehungsweise Sirius nicht derjenige war, der unsere Eltern verraten hat, sondern dass das Peter Pettigrew war, Rons Ratte. Ja. Und jetzt müssen wir versuchen, Seidenschnabel zu befreien. Wir sind mit dem Zeitumkehrer zurück in die Zeit gereist, um Seidenschnabel hier oben zu befreien. Schau, da ist Seidenschnabel. Klasse, lass uns einen Weg zu ihm suchen. Man muss diese Plattform doch irgendwie hochkriegen. Also wie gesagt, um Seidenschnabel zu suchen und zu befreien und dadurch dann auch direkt Sirius Black mit zu befreien. Ich bin mir sicher, dass man diese Plattform irgendwie hochbekommt. So zum Beispiel. Ausgezeichnet, ein Elastopunkt. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob es hier unten noch irgendwas zu tun gibt, mal abgesehen von Speichern. Aber offensichtlich gibt es das nicht. Ah, Du Bingo. hast es geschafft. Perfekt. Vorsicht jetzt. Genau. Oh nein, die Tür ist verschlossen. Es muss doch einen Weg rausgeben. Das war bestimmt der Wind. Der hat die böse Tür verschlossen. Ganz zufällig steht hier natürlich eine Drachenstatue rum. Wer hätte es gedacht? Sorry. Wie viele Geheimnisse kann ich denn hier finden? Gar keine. Rette seinen Schnabel. Hier gibt es keine Geheimnisse. Okay, sehr schön. Jetzt wollte ich gerade das Buch verzaubern. Okay, ich sammle hier noch die Bohnen ein, weil ich mir denke, dass das irgendwie ganz sinnvoll ist. Und man sonst, glaube ich, nicht an diese Bohnen rankommt. Nein, ich habe eine Bohne vergessen. Gib mir die Bohne noch. Im letzten Part habe ich über Weihnachten gequatscht, glaube ich. Wie bereitet ihr euch eigentlich so auf Weihnachten vor? Backt ihr zusammen Plätzchen mit eurer Familie oder wann holt ihr euren Weihnachtsbaum? Wir holen den meistens, also eigentlich haben wir den immer so in der Woche vor Weihnachten Ausgezeichnet, geholt. Hermine. Du hast die Tür geöffnet, aber ich komme nicht ran. Das ist blöd. Wir haben den immer so in der Woche vor Weihnachten geholt. In den letzten Jahren hat es sich dann so eingebürgert, dass wir den immer 2 Tage vor Weihnachten geholt haben. Den einen Tag haben wir dann, ja, ich weiß, Facebook. Den einen Tag haben wir dann dafür genutzt, um dafür zu sorgen, also den Baum aufzustellen und dann zu schauen, dass er sich noch ein bisschen entfalten kann. Und den zweiten Tag, also den Tag vor Weihnachten, haben wir den Baum dann immer geschmückt. Komm schon. So. Hilft das vielleicht? Perfekt. Halt dich fest. Ich schau, was drinnen ist. Halt dich fest? Warum halt dich fest? Naja, ist egal. Dieses Jahr ist es, glaube ich, ein bisschen anders, weil wir ja ohnehin keinen Baum haben können, zumindest bei uns nicht. Und deshalb. Aua! Ja, das war nicht so schlau, mein Freund. Komm schon, wirf. Bewirf mich mit deinen Bonbons. Wow. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 auf einmal getroffen. Das ist ja auch so ein bisschen Weihnachten. Knallbonbons. Ich kriege die zwar immer, also die erinnern mich eher so ein bisschen an Silvester. Silvester wird dieses Jahr bei uns was ganz Besonderes, weil es einfach ein kompletter Neuanfang wird. Wir ziehen zum 1.1. quasi um. Heißt, am 31.12. müssen wir in der neuen Wohnung sein, müssen da alles fertig haben. Und mit dem neuen Jahr leiten wir quasi einen neuen Lebensabschnitt für uns ein. Finde ich irgendwie schon echt cool. Ach, schade. Normalerweise kann man das richtig cool hinkriegen, dass man von einem zum nächsten Hallo, hüpft. das hat ja viel gebracht.
Jetzt sitzen wir beide hier fest. Lüg doch nicht. Das ist doch eine Tür mit Schlössern. So ein Blödsinn, jetzt sitzen wir beide hier fest. Wichtel! Oh mein Gott, Rektus Hilfe, Entra. Wir werden sterben. Also Wichtel sind jetzt ziemlich die lamesten Gegner, die man hier haben kann. Ein Lapiforce-Kaninchen. Okay. Was war das? Ach so, wir haben wieder die Plätze getauscht, genau. Lapiforce. Ich finde diesen Wolf da auf den Dingern cool. Ich habe keine Ahnung, warum der da ist, aber... Also irgendwie kann man diesen Hasen ganz komisch lenken. Ne? Ganz komisch bis gar nicht. Okay, hier ist schon mal nichts. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht. Kann ich hier irgendwo hochhüpfen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann kann ich hier mit dem Hasen wahrscheinlich nicht mehr wirklich was machen. Palim, palim. Alohomora! So. Depulso! Elasto! Au, eieieiei. Da ist er! Ruhig, Schnäbelchen. Wir holen dich hier raus. Dass das Vieh niemand bewacht. Depulso! Naja, gut. Ja. Ah, jetzt hat's funktioniert, okay. Hui. Synchron darunter gesprungen. Okay. Jetzt müssen wir natürlich noch uns selbst retten. Hermine, ich schau nach, ob es Zeit ist, Sirius zu retten. Sei vorsichtig, Harry. Wie hat er jetzt schon herausgefunden, dass er das selber war? Dank der Kraft des Zeitumkehrers eilte Harry zum See. Er musste herausfinden, wer den Patronus-Zauber gesprochen und ihn so vor den Dementoren gerettet hatte. War sein Vater gekommen, um ihm zu helfen? Hatte James Potter gezaubert und Harrys Leben gerettet? Doch dann verstand Harry. Er hatte nicht seinen Vater gesehen. Er hatte sich selbst gesehen. Expecto Patronum! Haha. Oh ja, genau. Jetzt kommen die natürlich alle hierher. Auf ein neues. Also einfach die ganze Prozedur noch einmal von vorne. Das war's. Mein Gott, sind das viele! Schwein gehabt. Boah, ist das geil. Wahnsinn. Boah, da krieg ich eine richtige Gänsehaut, wenn ich das sehe. Das ist ja echt der Hammer. Krone.
Das ist so geil. Harry, ich glaube es nicht. Du hast einen Patronus beschworen, der alle Dementoren vertrieben hat. Das ist sehr, sehr fortgeschrittene Magie. Ich wusste, dass ich es diesmal schaffen würde, weil ich es schon getan hatte. Macht das Sinn? Harry, wir müssen Sirius vom Turm retten und zurück im Krankenflügel sein, bevor irgendjemand unser Fehlen bemerkt. Genau, gehen wir. Tja, das wird dann wohl quasi schon der letzte Story-Part sein. Ich weiß nicht, wie vielte Part es ist, aber es ist, glaube ich, sogar noch weniger als beim ersten Part. Also beim ersten Teil des Spiels. Ich weiß es nicht genau. Alohomora! Ich finde, Sirius sieht hier echt cool aus. Sirius, du verschwindest besser. Sie werden jeden Moment hier sein. Schnell, geh! Wie kann ich euch jemals danken? Geh! Verschwinde! Wir sehen uns wieder. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, Harry. Und wie kommen wir jetzt hier runter? Hilfe! Ja, ist blöd. Die Nachricht von Sirius Blacks Flucht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Schule. Niemand wusste, wie er das geschafft hatte. Tja. Harry, Ron und Hermine behielten ihr Wissen für sich. Außerdem war der Tag ihrer letzten Prüfungen und nicht jeder der Freunde war gut vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie du auch nur eine einzige Prüfung bestehen sollst, Ron. Du hast doch überhaupt nicht gelernt. Ich? Was ist mit dir? Du hast doch die ganze Zeit mit Seidenschnabels Verteidigung verbracht. Bitte, Ron, nicht so voreilig. Ich habe natürlich den Zeitumkehrer zum Lernen benutzt. Ich möchte wie immer Bestnoten erhalten. Sie hat immer eine Antwort parat, was? Schlechte Nachrichten, Ron. Deine Carpe-Retractum-Prüfung ist zuerst dran. Wir müssen in Professor Lupins Klassenzimmer. Nehmen wir die Abkürzung über die Porträts in den dritten Stock oder die Treppen? Wir nehmen erstmal eine Abkürzung in den siebten Stock. Hey Harry, hier drüben. Später. Denn ich würde gerne ein bisschen meine Sachen ausgeben. Oh, heute sind Abschlussprüfungen. Ich hoffe, du hast für die Carpe Retractum Aufgabe mehr gelernt als ich, Ron. Als ob. Ich hätte die Abkürzung in den siebten Stock nehmen sollen, richtig? Naja, ist jetzt auch egal. Ich will auf jeden Fall hoffen, dass ich bei dem Laden von Fred und George so ein bisschen meinen Bildkartenvorrat aufstocken kann. Beziehungsweise die Bildkarten hatte ich ja, glaube ich, schon alle gekauft. Ich würde ganz gerne dann hey Harry, Fortuna Major. Die Passwörter wenigstens alle bekommen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich... Hi Fred! Hi George! George, willst du das hier wirklich verkaufen? Ja, willst du. Hört sich gut an, ich kaufe es. Wie viele Dieses Passwort wurde noch nie getestet. Du siehst aber wie jemand aus, der kein Risiko scheut, Harry. Natürlich doch. Wieder kein 15? Problem. Wie viele von den Kesselkuchen habe ich denn? Ach, jetzt noch genau 15, das ist sehr schön. Tut mir leid, Harry, du hast nicht genug Kesselkuchen, um zu kaufen. Okay. Tut mir leid, Harry, du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. Wieso kosten die jetzt alle 20? Tut mir leid, Harry, du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. Na gut, okay, dann hole ich mir halt noch 5. Dann sind wir uns einig, Harry. Lass uns abrechnen. Gerne doch. Oh, 50 Bohnen, das ist so süß. Das ist so süß. Ausgezeichnete Wahl. Schau dir einfach nur die Qualität an. Mann, die sehen voll lecker aus, ey. Jetzt habe ich voll Bock auf Kesselkuchen. Kein Problem. Ich wüsste sowieso ganz gerne mal, wie die Sachen da schmecken. Auch so Kürbispastete und sowas. Das ist mal ein Schmuckstück. Hört sich gut an. Ich kaufe es. 18? Zwei Mensch, Stück noch? Mensch, George, ist der Preis wirklich so niedrig? Jap. Weil ich es bin. Kein Problem. Ich bin zwar nicht euer Bruder, aber ich habe euren Laden finanziert, ja? Oh, nee, Moment. Das wir kommt erst noch. Wir sind wirklich sehr gefragt. Du solltest es kaufen, solange wir es noch haben. Ja, ich nehme es. Okay, jetzt habe ich 20, jetzt kann ich mir zumindest noch eins der Passwörter holen. Ah ja, dieses Passwort bringt dich zu einem tollen Geheimnis. Streng geheim, weißt du? Ah ja, verstehe.
Ja, ich nehme es. Okay, mal kurz gucken, welche Passwörter ich jetzt alle habe. Zwei Stück fehlen mir noch. Das heißt noch 40 Kesselkuchen. Und dann kann ich ja schon mal schauen, dass ich vielleicht in diesem Part noch das ein oder andere Porträt begutachten kann. Okay, hier komme ich aber nicht weiter. Ich guck mal, ob der Fritz Fortuna Major hier noch eine Karte verkauft. Hey Potter, bist du interessiert an Sammelkarten? Immer. Okay, 100? Geht in Ordnung. Immer. Immer wieder gerne, Harry. Hast du noch eine? Ich glaube, für das Geld kann ich mir noch 50 kaufen. Nein, ich verkaufe ein paar Sammelkarten, wenn das was für euch ist. Klar. Oh, okay, geht in Ordnung. Okay, jetzt will er auf einmal Kesselkuchen, Kürbispasteten haben. Sammelst du Karten? Ich habe hier gerade eine seltene. Das kaufe ich. Jetzt will er wieder Bohnen. Hier, bitte, irgendwie Harry. Kann er sich nicht entscheiden, was er jetzt haben will. Egal, ich guck mal, bis ich 45 habe. Hey Potter, also noch zwei bist Stück. Du interessiert an Sammelkarten? Okay, geht in Ordnung. Hey, Hermine Tschüss, hat die bekommen. Bis später. Okay, eine darfst du mir noch verkaufen. Hey, ihr drei. Sucht ihr nach Sammelkarten? Klar. Kein Problem. Hier, bitte, Harry. Dankeschön. So, jetzt gucke ich mal, welche genau das waren, die ich da jetzt eingesammelt habe. Hier, der Crispin zum Beispiel. Crispin Cronk, 1795 bis 1872. Wurde nach Azkaban geschickt, weil er trotz mehrfacher Verwarnungen Sphingen in seinem Garten hielt. Oh, oh, oh. Böse, böse. Professor Armando Dippet, 1940. Der war damals ehemaliger Schulleiter von Hogwarts. Ja, damals Schulleiter. Den kennen wir. Oh, hier sind ein paar dazugekommen. Dümpfner Firmage, 1612 bis 1698, wurde während ihrer Ferien in Cornwall von Wichteln entführt. Sie wurde zwar befreit, lebte danach jedoch in ständiger Angst vor diesen Kreaturen. Ihr Versuch, das Zaubereiministerium davon zu überzeugen, alle Wichtel zu vernichten, schlug fehl. Das kann ich mir denken. Die kannten wir, glaube ich, schon. Dorcas Wellbeloved, 1812 bis 1904, gründete die Vereinigung für verzweifelte Hexen. Carlotta Pinkstone, geboren 1922, wollte das Geheimhaltungsabkommen aufheben und den Muggeln erzählen, dass es Zauberer gibt. Mrs. Pinkstone wurde mehrfach verhaftet, da sie sich nicht davon abhalten lassen wollte, Magie in der Öffentlichkeit zu praktizieren. Das ist böse. Stimmt, die hier kannten wir schon. Oder? Mirabelle Plunkett. Ja. Sonst haben wir nichts Neues. Okay. Ich glaube aber, das hier haben wir schon. Schubs. Ist egal. Mehr Bohnen. Gut, dann gucke ich jetzt mal, wo ich die ganzen Porträts finde. Wir müssen bestimmt bei Fred okay, und George im jetzt Laden natürlich ein Passwort das erste kaufen, um zu sehen, Porträt, was ich finde. Steht. Da habe ich natürlich das Passwort noch nicht, das war klar. Hier war ich schon drin. Eigentlich müsste es in jeder Etage so ein Porträt geben, wenn ich mich nicht irre. Hey, Harry! Mehrere. Nein, jetzt nicht. Ich speichere mal kurz. Wie spät haben wir es? Ich glaube, das war's schon wieder mit dem Part. Ja, das war's schon wieder. Ich guck mal, ob ich hier rein kann. Bla 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 bla. Okay, dann werde ich hier noch die Kisten öffnen. Hallo Nora! Hallo Nora! Hallo Nora! Wow, Wahnsinn. Eine Karte, ich habe noch mehr Kesselkuchen. Ach so, da kam direkt was raus, glaube ich, ne? Okay. Ja, dann würde ich sagen, beende ich den Part wieder an der Stelle. Beim nächsten Mal fange ich dann schon mal an, die restlichen Passwörter abzuklappern und werde dann auch auf jeden Fall die Prüfung von Ron anstreben. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, Harry, hast du nicht Angst?
Sirius Black ist schon wieder entkommen. Er ist auch aus Azkaban entkommen. Warum hätte er dann nicht hier raus entkommen sollen? Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Lasst mir auch gerne eure Meinung unten in den Kommentaren da. Ich lese immer sehr, sehr gerne eure Kommentare. Ist deine Kartensammlung schon vollständig, Harry? Nein. Ich wette, da sind noch ein paar in Hogwarts versteckt. Natürlich sind sie das. Hör auf mich zu belehren, Mensch. Schaut doch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da sind wie immer wichtige Links drin. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part. Bis dahin. Ciao.